Karrieren im Motorsport ohne großes Erbe oder reiche Familien? Es gibt sie. Und die Geschichten dazu gibt's hier. Nix geschenkt, der Podcast. Hallo und willkommen bei Nix geschenkt, dem Podcast. Wie gewinnt man Radrennen? Wie trainiert man in Mitteleuropa für Wüstenrallyes auf dem Motorrad? Und wie steht's 2022 um den Nachwuchs in der österreichischen Rallye-Meisterschaft? Das und noch viel Erstaunliches mehr erzählt uns der als Rallyefahrer bekannt gewordene Achim Mörtel im zweiten und letzten Teil des Podcasts mit ihm. Der Podcast entstand nach einer sehr unterhaltsamen Fahrt in Achims Porsche 911 GT3 RS auf dem Dobratsch im Almgasthaus Rostraten, was man an den typischen Hintergrundgeräuschen sicher leicht erkennen kann. Wer ihn beeindruckt, wie er seine Ziele erreicht und wie er es mit der Fitness im Motorsport gehalten hat, erzählt uns jetzt Achim Mörtel. Ist beim Auto nicht so, da fährst oft in einen Baum und tust nichts. Außer dass du sagst, scheiße, ich bin ausgefallen. Wir haben ja schon über gesundheitliche Probleme und Verletzungen gesprochen. Du hast ja mit deiner Schulter Probleme. Wo kommen die her? Das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, aber ich glaube, dass also meine zwei Prothesen, die ich in der Schulter habe, von Klettern kommen. Und ich habe da seinerzeit irgendwann mal eine schwere Tour probiert, im oberen 9. oder unteren 10. Grad, weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle hat es mir so seitlich rausgedreht. Ich habe gedacht, ich kann das halten. Und dann hat es mir einfach die Schulter luxiert. Und damals war es aber so, weißt du, es war 87, 86. Damals habe ich Physiotherapie gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ja. Und das Problem ist natürlich, wenn jetzt an die Schulter luxiert und sich wieder selber einklingt, ja, und das nicht wirklich zentrisch ist, dieses Gelenk, dann reibt es einfach im Laufe der Jahre den Knorpel weg. Ja. Und das ist halt passiert und dann bin ich 2014, habe ich noch müssen die Schulter gegen ein künstliches Gelenk austauschen. Und dann habe ich ein bisschen übertrieben, bin weiter Trail und Motorradler fahren gegangen ins Gelände und dann dürfte ich mir 2016 die Prothese ausgerissen haben und dann habe ich eine zweite gekriegt. Und jetzt hat halt der Arzt gemeint, ich sollte ein bisschen vorsichtiger mit meiner Schulter umgehen und also bis jetzt habe ich es geschafft, dass nichts passiert ist. Das heißt, das macht im Alltag keine Schwierigkeiten, aber bei gewissen Sportarten ist es schon merkbar? Naja, Schwierigkeiten macht es nicht. Also ich habe eine sehr gute Beweglichkeit. Ich kann auch zum Beispiel klettern gehen und so. Aber natürlich, jedes Mal, wenn eine Prothese eingesetzt wird, wird natürlich Substanz von Knochen, also auch vom Muskel weggenommen, dass man da überhaupt dazukommt. Also wenn ich sage, Hochleistungsaktivitäten, wo die Schulter brauchst, sind wahrscheinlich nicht mehr möglich. Ja? Und natürlich sollte ich es vermeiden, dass ich sage, ich habe starke Impulsbelastungen oder Schläge, so wie beim Motocross oder Enduro fahren, wäre natürlich auch wahrscheinlich nicht ratsam, weil wenn ich noch einmal wechseln muss, dann kriegst du eine inverse Schulter. Ja? Das heißt, die Kugel steht nachher eigentlich bei der Schulter raus und die Pfanne hast du am Oberarmknochen und dann bist du wirklich bewegungseingeschränkt. Also ich schaue jetzt schon, dass ich das jetzt nicht, dass ich das Glück nicht überstrapaziere in dem Bereich. Also Radfahren ist kein Problem? Radfahren, glaube ich, ist jetzt kein Problem, weil du eigentlich immer eine gestützte Situation hast und die Schläge beim Rennradfahren jetzt ja nicht wirklich groß sein, die du abkriegst auf die Schulter. Ja. Also Downhill Mountainbiken, glaube ich, wäre nicht sehr ratsam. Bleiben wir gleich beim Sport. Wie wichtig ist denn Sport und Fitness generell im Motorsport? Naja, mitunter das Wichtigste. Gell? Also, heute ist ja Motorsport Hochleistungssport. Wenn du heute die Formel 1-Fahrer anschaust, die Rallye-Piloten in der Rallye-Weltmeisterschaft, also du musst ja da über Tage hinweg Höchstleistungen bringen. Und wenn wir jetzt dann über Fitness reden oder über konditionelle Fähigkeiten, klar, eine gute Ausdauerfähigkeit ist gleichzusetzen mit einer Ermüdungswiderstandsfähigkeit. Also ist Hochleistungssport und dementsprechend gut beieinander musst du sein. Ja. Natürlich musst du jetzt auch nicht einen Halbmarathon in einer Stunde, drei Minuten laufen können. Gell? Aber wenn du schaust, wie gut die Jungs sind, also unter 1,30 oder 1,20 laufen die das auch. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Zubringerleistung, die du haben musst. Ja. Zusätzlich zum Krafttraining, dass du sagst, eine gute Rumpf- und Hüftstabilität, Nackenstabilität, dass du einfach bei einer Rallye über drei Tage hinweg deine volle Leistung abrufen kannst.
Das heißt, die Teilnahme an so einer Rallye ist auch ohne oder mit weniger so einer Vorbereitung möglich, aber unter Umständen nicht so erfolgreich dann. Also ich wüsste heute keinen Rallye-Fahrer mehr, der körperlich nicht topfit ist, der auf WM-Ebene erfolgreich ist. Auf nationaler Ebene sind diese oder solche Leute wahrscheinlich schon zu finden. Ja, es hat einfach damit zu tun, wie hoch die Qualität in einer Meisterschaft ist. Ja? Wenn du heute sagst, du hast grundsätzlich nicht eine sehr hohe Qualität, dann kannst du natürlich mit Talent, mit viel Talent und mit wenig körperlicher Fitness auch noch gut aufzeigen. Ja? Gerade bei so Rallyes, die über 3 Tage gehen, wie das, du das beschrieben hast, ist ja Erschöpfung und Ermüdung schon ein Thema. Wie geht man denn damit um, wenn man in einer Sonderprüfung ist und man merkt, es kommt Müdigkeit? Hast du das einmal erleben müssen? Eigentlich nicht, ja, weil ich immer sehr fit war. Aber natürlich waren Situationen, weißt du, wo du sagst, es war sehr warm, sehr heiß. Und dann hast du vielleicht das erste Mal, wie du in der Situation warst, vergessen, zu viel zu trinken oder mehr zu trinken. Ja. Man grundsätzlich bereitest du dich eigentlich immer gut vor. Aber am Ende des Tages ist es dann auch Learning by Doing. Das heißt, wenn du merkst, du hast irgendwo Defizite, gut, dann regelst du das halt die nächsten 3, 4, 5, 6 Wochen, bis sich halt der Körper da oder bis er Anpassungserscheinungen zeigt, ja, und dass halt jetzt dann die Defizite, die du gehabt hast, besser geworden sind. Ist dir das selbst einmal passiert, dass du mit Erschöpfung und Ermüdung Probleme gehabt hast im Motorsport? Du, jetzt eine wirkliche Erschöpfung im Grunde nicht, aber natürlich waren Situationen, wenn das erste Mal wirklich bei sehr viel Hitze am WM-Lauf gefahren bist, da habe ich beim ersten Mal etwas zu wenig getrunken und dann bin ich natürlich in die Knie gegangen. Ja. Aber daraus musst du dann lernen. Gell. Und lernen tust du eigentlich nur als Fehler. Oder du solltest aus Fehler lernen. Wenn du aus Fehler nicht lernst, ist auch scheiße. Aber das ist nachher für die nächsten Male, das noch funktioniert. Ja. Im Autorennsport, ja, und wie schaut es dann beim Motorrad aus? Du bist ja in der Wüste auch gefahren, wo die Etappen schon so richtig lang sind. Also wo es nicht um ein paar Stunden geht, sondern um ganze Tage. Wie schaut es denn da aus mit der Erschöpfung und Ermüdung? Naja, du musst natürlich noch einmal eine Spur fitter sein, weil natürlich generell ein Motorradler mehr arbeiten muss, körperlich nämlich mehr arbeiten muss. Also da ist natürlich zum Ausdauertraining sehr viel Krafttraining dazugekommen. Und da ist es mir schon passiert, weil ich natürlich technisch in die dünnen Abschnitte schwach war. Ja, das habe ich nicht können, woher. Da habe ich natürlich viel Zeit verbracht. Und wenn du jetzt natürlich mit 2 Liter Wasser oder Elektrolytgetränk, was du im Camelback mit hast, wenn du das aufbrauchst und du hast noch 100 Kilometer zum Fahren, da kann es schon sein, dass du leicht dehydrierst. Ja. Und das ist mir bei der Dubai-Rallye passiert. Aber das war jetzt ein weniger körperliches Problem, sondern einfach die Zeitdauer. Gell. Und dann mehr eigentlich ein technisches Problem, das dazu geführt hat, dass ich zu lange Zeit in die Dünen war, zu oft das Motorrad ausgraben haben müssen und dann bin ich einfach dehydriert. Wie lange muss man sich vorstellen, dauert dann für dich als Motorradrennfahrer in der Wüste so ein Tag vom Start bis zum Ziel? Boah, aber es ist abhängig, das kann um 4 Uhr anfangen, weil du eine 200 Kilometer Verbindungsetappe zum Start der Sonderprüfung hast, dann fährst 300, 350 Kilometer Sonderprüfung oder 400 Kilometer und dann fährst noch einmal eine Etappe, also das kann schon sein, dass das von 4 Uhr in der Früh bis 10 Uhr am Abend dauert. Ja. Aber es ist bei der Paris-Dakar wahrscheinlich noch schlimmer als bei den Weltcup-Rallys, die ich gefahren bin. Und das dauert ja dann auch bis zu einer Woche wahrscheinlich, so eine Weltcup-Rallye. Genau, die Tunesien-Rallye war 10 Tage, Marokko-Rallye war glaube ich 4 oder 5 Tage, Dubai-Rallye war 4 oder 5 Tage. Also bist zwischen 4, 5 Tagen bis zu 10 Tagen unterwegs. Und jeder Tag so ähnlich, also wirklich mit 10, 12, 14 Stunden mit oder am Motorrad? Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt dann ist. Damals war es halt so, dass schon 10, 12 Stunden war ich schon am Weg. Ja. Hast du selbst auch Service gemacht und reparieren müssen oder hast du da ein Team gehabt dafür? Ich habe kein Team gehabt, aber ich habe mich blöd genug angestellt, dass das andere für mich gemacht haben. War das erfolgreich? Sehr erfolgreich. Mit was für einem Motorrad warst du da unterwegs? Nein, ich bin eh mit KTM gefahren. Es war so, damals war der Chris Rosenberger Sportdirektor bei KTM. Ich bin nachher angerufen nach der Rallye-WM und habe gesagt, ich brauche eine neue Herausforderung, ob man nicht so ein Gerät schicken kann. Das war eine super Herausforderung. Das hat er dann auch gemacht und dann habe ich halt gesagt, ich fahre jetzt am Wüstenrallye.
Hast du mit Chris Rosenberger immer ein gutes Verhältnis gehabt? Ich sage einmal, wir haben immer ein korrektes Verhältnis gehabt. Ob das so also gut war, man eigentlich nie befreundet, aber wir haben ein sehr korrektes Verhältnis gehabt und war der gegenseitige Respekt war da vorhanden. Ja. Der Chris Rosenberger war auch ein ernsthafter Gegner in der Radio-EM. Es gibt wahrscheinlich zwei Seiten der Geschichte. Er war auf alle Fälle ein Gegner. Ja. Ernsthaft was? Wie ist denn so jetzt der Umstieg aus dem Automotorsport in den Motorradsport und dann wieder zurück? Ich glaube, da darf man sich gar nicht viel Gedanken machen. Die Anforderung ist die gleiche. Du musst von A nach B so schnell wie möglich fahren. Und dort hast du halt ein Lenkradl in der Hand und dort hat einen Lenker. Und dort musst du halt ein bisschen mental arbeiten. Und beim Motorradl musst du halt mental und körperlich mehr arbeiten. Also, aber die Anforderung ist die gleiche. Deshalb habe ich mir da nicht so viel Gedanken gemacht. Einfach, also weniger denken, weniger reden und mehr tun. Wie hast du dich dann vorbereitet auf Wüstenrallyes? Weil du hast ja wahrscheinlich nicht die Möglichkeit gehabt, dass du in die Wüste reist und dort trainierst. Naja, also das ist der Unterschied zum Auto natürlich, dass ein Motorradl dann natürlich schon die körperliche Konstitution noch viel mehr Rolle spielt als im Auto. Das heißt, ich habe da schon sehr viel trainiert und ich bin da zum Beispiel mit den Wüsten Motorrad, oder mit denen ich die Rallyes gefahren bin, am Tagliamento gefahren und bin dann im Winter, wenn es bei uns halt zum Skifahren war, bin ich am Tagliamento von Pinzano, es ist auf der Höhe von San Daniele, bis oben nach Grado gefahren, da umgedreht und wieder raufgefahren, getankt, wieder raufgefahren und wieder raufgefahren. Also ich habe da schon 50 Stunden trainiert am Tag. Wäre das heute noch möglich? Darf man im Flussbett vom Tagliamento noch fahren? Das weiß ich nicht genau, aber was ich gehört habe, nicht. Also nicht in der Form, wie wir es damals gemacht haben. Hat vielleicht auch geholfen, wenn man nicht unbedingt gefragt hat, ob man es darf? Das hilft öfters, wenn man nicht immer fragt, ob man was darf, sondern wenn man einfach tut. Und man muss ja dann auch mit den Konsequenzen errechnen und die halt nachher auch erhobenen Hauptes ertragen und auch bezahlen. Hast du Schwierigkeiten gehabt einmal bei solchen Trainingsfahrten? Schwierigkeiten hast du nicht mehr, gell. Das kommt davon, wo du trainierst. Gell? Wenn du durch den Wald fährst mit deinen Duramaschinen, haben sich auch nicht immer alle gefreut. Aber wie gesagt, sie haben ja, es gibt ja dann das Recht, dass man eine Strafe kriegt. Ja, und jetzt zahlt man dann halt. Wie war dann der Umstieg wieder zurück zum Autorennsport? Weniger schmerzhaft in erster Linie. Aber natürlich, es war dann einfach dieser absolute Hunger, wie er halt noch vorhanden war, wie man gesagt hat, es gibt noch die Option, in der Rallye-WM zu fahren oder dann auch die neue Herausforderung in der Wüste mit dem Motorradl. Das war halt ganz ein anderer Hunger, als ich dann wieder in Österreich Rallye gefahren bin, weil das im Grunde nur noch eine Wiederholung war von irgendetwas, was ich ja schon 5, 6, 7, 8 Jahre vorher gewonnen habe. Du bist ja dann 2006, glaube ich, noch einmal österreichischer Rallye-Meister geworden. Ja, das war natürlich lässig und ich bin mit dem Sigi Schwarz gefahren. Das war natürlich ein ganz, ganz lustiges Jahr. Wir haben damals auch mit dem Gruppe 1 Auto gegen die Gruppe A Autos gewinnen können, ja. Und war sehr lustig, ja. Aber natürlich mit dem Wissen, dass du nicht mehr in die WM fährst. Ich meine, ich war damals auch schon 36 Jahre lang. Es war lustig, ich war motiviert, aber dieser absolute Hunger war dann nicht mehr vorhanden. Gehst du dann auch nicht das letzte Risiko ein in der Situation? Ach, das hat mich nie gestört, gell, weil ich hab's ja früher schon gesagt, das hat mich nie geschreckt. Und das ist ja noch, du darfst ja nicht vergessen, es kommt immer eins dazu, du glaubst ja nie, dass es dich trifft, sondern du bist ja davon überzeugt, dass es eh immer gut geht. Gell. Also, aber man sagt bei mir, ich habe mehrere Unfälle gehabt oder das ist ja wurscht, einmal Krähe und wir waren risikofreudiger. Nein, ich war nicht risikofreudiger als ein anderer, sondern ich wollte halt meine Grenzen vielleicht anders ausloten. Aber im Kopf bin ich nie für mich ein Risiko eingegangen, wo ich gesagt habe, ich gefährde mich oder meinen Beifahrer. Ja? Sondern ich war immer überzeugt, dass das, was ich tue, sich immer ausgeht. Was natürlich nicht immer der Fall war. Das wird von vielen Motorsportlern und Motorsportlerinnen so geschildert, dass sie überzeugt waren, es trifft mich nicht, es trifft grundsätzlich andere. Das ist natürlich ein Schutz, gell? Dass man sagt, man tut sich nicht weh, weil es trifft eh die anderen. Gell? Und damit rechtfertigt man halt vielleicht auch das Umfeld, ja, wo die sagen, man, das ist so gefährlich. Und man baut sich da für sich selber einfach ein Schutzschild auf, weil es eben eh die anderen trifft. Gell? Also
Ich glaube, einerseits ist es Glaube, andererseits ist es ein unbewusster Schutzschild eben aufzubauen. Wir haben ja vorher schon über Ausdauersport gesprochen. Jetzt gibt es noch etwas, was du in deinem Leben geschafft hast. Du hast die Dolomiten-Radrundfahrt gewonnen. Wie geht man denn sowas an zum Beispiel? Ganz gleich wie bei allen anderen Sportarten. Man trainiert mehr, man ist hungriger als die anderen. Und da hat es immer wieder Leute gegeben, die gesagt haben, es gibt es nicht, dass ein Motorsportler so schnell Radl fahren kann. Und dann habe ich zu meinen Triathlon-Freien gesagt, ob du halt mehr trainieren und nicht nach Davis Kaffee trinken gehen und Kuchen essen gehen, sondern während ihr das tut, fahre ich noch über den Predil nach Bobetz und über den Vrsic wieder heim. Und natürlich war ich dann schneller als die ganzen Radlfahrer, die halt lieber Kaffee trinken und Kuchen essen. Ne? Und das war in jeder Sportart so. Wäre das noch einmal gelungen? Oder warst du mit dem dann zufrieden, dass du gesagt hast, du hast das geschafft, jetzt suchst du die nächste Herausforderung? Nein, es war dann eh okay. Bin ja in der Chibo Radliga gefahren für Focus Team Kärnten. Also ich bin ja dann eigentlich in einer Profiliga gefahren, sozusagen. Und ich war nicht der Schlechteste im Team, also das hat eigentlich Spaß gemacht. Aber auch schon in einem Alter, wo du sagst, wo andere schon nachdenken drüber, ob man so eine Karriere nicht beenden könnte vielleicht? Ja, wobei im Ausdauersport, das hat ja gegeben, Danilo de Salt, Apotvinov, die mit 42, 43 Jahren noch Weltklasseleistungen im Ausdauersport gebracht haben. Und ich war damals 38, 39. Nein, klar bist du nicht mehr 20 oder 22, aber dass du gute Ausdauerleistungen bringen kannst, das geht in den Alter auch noch. Wie haben das dann die Teamkollegen so empfunden? Jetzt kommt der Motorsportler Achim Mörtl daher und fährt mit ihnen mit, auch noch in einem Alter, wo ich gesagt habe, nicht mehr 25? Boah, das weiß ich jetzt auch nicht, aber wir haben immer einen Spaß gehabt, gell? Und den mich dann auch respektiert und auch akzeptiert. Und wie gesagt, das Standing im Team war okay. Und wie gesagt, ich bin natürlich da das ein bisschen lockerer gesehen als der 23-Jährige, der geglaubt hat, er wird noch die Profikarriere machen. Aber ich habe halt noch immer gesagt, was du Profi werden willst, darf halt eins nicht passieren, dass ich dann mit 38 Jahren mit 68 Kilo am Berg davon fahre. Also ich habe dann versucht, da eher den Spiegel vors Gesicht zu halten. Wie lange hast du das dann gemacht? Ich denke einmal, ich bin sehr aktiv gewesen bis 2012, 2013. Und dann mit dem Austausch meiner Schulter hat es dann natürlich einmal eine Pause gegeben und danach konntest du länger nicht so aktiv sein. Und ich glaube, das war noch der Grund, dass ich das nicht mehr so leistungsmäßig danach betrieben habe. Du bist ja nach deinem Karriereende, deinem vorzeitigen 2007, noch einmal eingestiegen in Autorennsport. Ja, das war vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber ich mich da ein bisschen reintheatern lassen. Und da haben sie gesagt, okay, ich kann mit denen und den Auto fahren und da gibt's auch Geld und ich brauche nichts dazu zahlen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, mach ich. Und habe dann aber eigentlich den Weg des geringsten Widerstandes gesucht. Also haben wir einen Beifahrer eingesetzt, der gesagt hat, der bringt da Geld mit. Und habe eigentlich nicht mehr nach dem Besten gestrebt, also weder im Umfeld noch bei mir selber. Und war dann aber so, dass ich gleich auf Anhieb die erste Rallye, ich glaube, mit 2 Minuten Vorsprung gewonnen habe in der Zweiradklasse. Und dann die nächste auch mit 2 oder 3 Minuten. Ja. Und dann wollte ich einfach die 2 Radler nicht mehr schlagen, sondern die 4 Radler, die 100 PS mehr gehabt haben. Dann ist mir einmal das Talent ausgegangen, einmal habe ich Pech gehabt. Ja, war jetzt auch nicht meine beste Saison, aber es war jetzt so, dass ich auf Anhieb noch 7 Jahre Pause mit den Leuten mitfahren habe können. Aber wie gesagt, war jetzt auch nicht vom gesamten Konzept her, war es nicht leibend. Hast du das selbst erwartet, dass du von Anfang an schon sofort wieder mitfahren kannst? Ja, weiß ich nicht, ob ich es erwartet habe, aber natürlich weißt du ja um dein eigenes Vermögen, ja. Und du kannst jetzt an die Konkurrenz auch sehr gut einschätzen, gell. Also dann kannst du schon ungefähr abschätzen, wo du dich bewegen würdest, gell. Auch heute, wenn du mit 2,50 in die ÖM einsteigst, könntest du das auch relativ gut einschätzen, wo du dich bewegst. Geht dir der Motorsport als solches eigentlich ab? Würdest du gerne wieder, wenn du keine Budgetsorgen hättest und ein professionelles Umfeld, wieder Motorsport betreiben? Weiß ich nicht, ob ich in der heutigen Zeit das überhaupt noch will, ja. Weil sich der Motorsport natürlich massiv geändert hat. Heute ist es ja so, dass sehr viele Motorsportler in ihrer eigenen Blase leben,
in ihrer Social-Media-Blase. Jeder ist der Beste auf der Welt, ja, und hat 53 Ausreden, warum er gerade jetzt dann halt nicht gewinnen kann. Und da weiß ich nicht, ob ich das will, aber natürlich, wenn einer kommt und sagt, du hast 300.000 Euro und der zahlt das gern, ja, auf ein 2-Jahres-Projekt und das ist eine gute Stimmung im Team, würde ich es mir wahrscheinlich ernsthaft überlegen, ob ich es nicht wirklich noch einmal mache. Das heißt, du gehst aber auch dann davon aus, dass du absolut konkurrenzfähig bist? Ich gehe zu 100% davon aus, dass ich auf Anhieb in die Top 3 fahre und dass ich ganz vorne hinfahre, brauchst wahrscheinlich 3-4 Rallyes und einige Tests. Ja, weil du beobachtest ja die österreichische Rallye-Meisterschaft recht intensiv. Das heißt, du weißt, wie hoch das Niveau ist und was da gespielt wird. Wir haben zwei gute Fahrer, die von Niveau her relativ gut sind. Und dann hast du einen starken Abfall zum Rest. Aber die Situation ist halt so, dass jetzt dann halt vorwiegend Leute fahren, die sich selber auch leisten wollen und können. Die fahren auch sehr brav, aber sind halt keine gelernten Rallye-Fahrer und dadurch ist das Niveau halt auch nicht entsprechend hoch. Gibt es irgendjemand, der dich im Motorsport sehr beeindruckt hat? Ganz egal, ob das jetzt Fahrerin, Fahrer, Co-Pilotin, Co-Pilot war, Teamchef, Funktionär, irgendwo ist dir da jemand in Erinnerung? Weil du, das sind ein paar, natürlich waren es in erster Linie diese Piloten oder Rennsportler, die das einfach mit vollster Emotion betrieben haben. Gell? Also es war Gilles Villeneuve zum Beispiel, der das für mich irgendwie so der Inbegriff des Racers war. Für den wo diese Emotionalität dermaßen ausgeprägt war, ja, der einen im Bann gezogen hat. Ja. Walter Röhrl beeindruckt mit der Präzision, ja. Also, und der als erster Motorsportler eigentlich wirklich, oder im Rallysport mit Konditionstraining ein anderes Level geschaffen hat, auch in der Vorbereitung. Zum Beispiel auch Jean Todt beeindruckt, der nicht nur als Beifahrer, sondern auch danach als Teamchef von Peugeot Sport, als Teamchef von Ferrari, dann FIA-Präsident. Also, das sind schon sehr inspirierende Leute, die auch beeindruckend sind. Gibt es jemanden, den man vielleicht nicht so kennt in der Öffentlichkeit, der dir da einfällt? Du, was der nicht so kennt, da gibt es sicher auch Sportler, gell? Die fallen mir jetzt auf die Schnelle nicht ein. Also ich war immer so beeindruckt von diesen Leistungen der Mechaniker, wie schnell man ein Differential, eine ganze Achse tauschen kann, ein Getriebe. Das ist selbst für jemanden, der das schon mal gemacht hat, beeindruckend. Wie schnell und mit welcher Präzision und dass das dann auch funktioniert, was möglich ist. Du, das ist auch alles eine Trainingssache. Also ich sehe, nach Formel 1 wechseln sind 2 Sekunden die Reifen. Ja. Wenn du heute Reifen wechseln gehst, brauchst du einen halben Tag und einen Termin. Hat es irgendeinen Punkt gegeben in deiner Motorsportkarriere, wo die mal auf der Kippe stand und dann aber doch weitergegangen ist, weil es eine Lösung gab? Das ist vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt, dass das einmal knapp vorm Aus war und dann doch wieder ging? Naja, du hast gerade am Anfang einer Karriere, wo noch nicht so viel Sponsorgelder vorhanden sind oder ausreichend Sponsorgelder vorhanden sind. Natürlich ist da jeder Unfall, den du gehabt hast, eine Ursache gewesen, dass das an der Kippe steht. Gell? Und du hast natürlich dann irgendwelche Ressourcen klar machen müssen oder natürlich auch aus dem familiären Umfeld eine Hilfe in Anspruch nehmen müssen, damit es weitergeht. Ja. Du hast ja selber gesagt, du bist schon einmal ein großes finanzielles Risiko eingegangen am Anfang deiner Karriere. Irgendeine Idee für uns, um welcher Betrag das da war? Das war am Anfang, kannst du ungefähr definieren, dass ich mit 600.000 Schilling Schulden angefangen habe. In den frühen 90ern? Ja, genau. Und das war nachher, wie ich 98 das WRC nach Österreich gebracht habe. Da waren es dann 8 Millionen Schilling Schulden, ja, damit ich das WRC und das Ersatzteilpaket finanzieren habe können. Hast du dann mit deinem Meistertitel, der 99 dann kam, gab es da Prämien von den Sponsoren, mit denen das dann sich deckeln hat lassen? Nein, Prämien hat es keine gegeben, aber natürlich mit dem Meistertitel steigt natürlich der Gegenwert und du hast halt fürs nächste Jahr mehr Geld verlangen. Also was heißt, Geld verlangen können ist ja Blödsinn, sondern du hast einfach mehr Medienpräsenz gehabt, dadurch warst du einfach mehr wert, dadurch hast du einfach mehr Sponsorgeld gekriegt. Also das heißt, du hast es geschafft, dass das die Schulden wieder getilgt worden sind? Ja, ja, klar. Ich meine, die Schulden, das klingt so 8 Millionen Schilling Schulden, das waren ja nicht Schulden. Es waren Schulden, aber es war natürlich so, dass ein World Rally Car, der so und so viel Geld kostet und du damit planst, 2 Jahre zu fahren und dann verkaufst, finanzierst du es ja.
Es wäre ja wirtschaftlich und betriebswirtschaftlich blöd, wenn du das wegzahlst. Ich sage jetzt her und sagst, wie viel muss ich pro Jahr abzahlen, wie viel zahle ich an, wie viel zahle ich pro Jahr ab, und wie viel Restwert kann ich mit dem Auto erwirtschaften, wenn ich es verkaufe. Und aufgrund dessen finanzierst du es dann. Aber natürlich am Anfang der Finanzierung stehen dann 8 Millionen Schilling Schulden am Papier. Und das ist, also ich stelle mir das schon so vor, dass das nicht unbedingt so immer ganz leichten Schlaf bringt. Dass man sich da schon einmal Gedanken darüber macht, kriege ich das wieder hin? Ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Also mir das nie so belastet, weil ich ja immer überzeugt war, dass es mir gelingt. Wie war denn in dieser auch für mich noch präsenten Zeit, Ende der 90er Jahre, der Umgang untereinander mit Persönlichkeiten wie Stohl, Wittmann, Baumschlager, Sperrer, Rosenberger? Ja, du, weißt du, du hast einfach Kollegen gehabt, mit denen bist du essen gegangen, ja, also mit denen hast du dich am Abend da getroffen, beim Besichtigen, bei einer Ralle. Aber meistens hast du mit denen abgegeben, die dich im Bewerb nicht wirklich gestört haben, ja. Und die du als ernsthafte Konkurrenz angesehen hast, mit denen bist du halt, hast du halt weniger Kontakt gehabt. War der Umgang aber trotzdem auf einem Niveau, wo man sagt, man ist gut miteinander ausgekommen, hat da miteinander reden können? Schau, also eines ist das, was in den Medien war, gell, und das andere ist, was du privat an Respekt entgegengebracht hast. Wie gesagt, mit dem Sperrer, wo ich sage, das war sicher der Konkurrent, den ich am meisten respektiert habe. Mit dem haben wir eher über die Medien kommuniziert, sind aber jetzt, ich sage nicht Freunde, aber sehr gute Bekannte, die sehr gut miteinander reden können, ja, oder uns noch immer respektieren. Ja, und dann hat es halt gegeben, wie gesagt, Leute, mit denen du auf das Essen gegangen bist, die aber auch mit einem WRC gefahren sind. Ja, weil über den Medien war ja bald einmal irgendein Konflikt oder Rivalität und so, und das hat ja nicht immer in der Realität so stattgefunden. Nein, du musst Geschichten liefern, damit sie was schreiben, und das haben wir getan. Zum beiderseitigen Vorteil? Meistens, wenn du eine Geschichte sagst, ja, oder erzählst, dann handelt sie irgendwie von einem Konkurrenten, und dann haben meistens drei profitiert. Der Gegner, ich und die Zeitung. Was würdest du jungen Menschen empfehlen, die heute in den Motorsport einsteigen wollen? Muss ja nicht zwangsweise Rallye sein. Deine Erfahrung kann ja über den ganzen Motorsport sich ausbreiten. Was würdest du denen empfehlen? Dass sie sich gescheite Eltern aussuchen, die genug Kohle haben. Das ist der wichtigste Faktor. Ganz klar. Also wenn du heute keine Kohle hast oder wenn du nicht clever genug bist, dass du ein Geld aufstößt, dann muss ich von vornherein sagen, lass es bleiben. Das heißt, so mit dem Einsatz, mit dem Enthusiasmus, mit dem du das angegangen bist, mit praktisch keinen finanziellen Voraussetzungen, würdest du es nicht empfehlen? Die Wahrscheinlichkeit, dass du das finanziell überlebst, ist einfach so gering, dass ich das einfach nicht empfehlen würde, weil ich auch ganz, ganz wenige junge Leute sehe, die diesen Hunger haben, die diesen absoluten Willen haben, alles zu geben, dass sie das erreichen. Also ich verfolge die österreichische Meisterschaft und ich sehe da niemanden, der mit 16, 17, 18, 19 Jahren da steht und wirklich sagt, hey, ich will das und ich mache alles, damit ich das tue. Die leben viele in einer Social-Media-Blase, wo sie sich im Umfeld als Ja-Sager auch um sich scharen, die erzählen, wie gut sie sind, und dann glauben sie es irgendwann mal selber. Nur die kommen halt auch aus Österreich nie raus. Wenn du zurückblickst auf dein Leben und deine Karriere, gab es zur Zeit, in der du eingestiegen bist in den Rallysport, gab es da mehr mit so einem Hunger oder mit so einem Enthusiasmus, als du es heute siehst? Das ist natürlich auch schwierig zu sagen, aber wenn man das jetzt einfach aufgrund von Statistiken anschaut, dann war es zu meiner Zeit natürlich schon so, oder auch vor meiner Zeit so, dass die österreichischen Spitzenpiloten viel mehr den Vergleich mit der Weltspitze gesucht haben. Also es war ein Fischer, ein Wilfried Wiedner, ein Wittmann, ein Heidersepp, die einfach, ein Stohl, die einfach WM-Läufe gefahren sind. Es war ein Raphael, es war ein Raphael Sperrer, es war der Manfred Stohl, es war ich, die wirklich in einem WRC auf WM-Ebene mit den Besten der Welt den Vergleich gesucht haben. Und das sehe ich jetzt auch nicht. Und das ist nicht nur ein Budgetproblem? Nein, ich glaube nicht, dass das ein Budgetproblem ist, weil wenn ich sage, ich kann einen ERC-Lauf im Ausland fahren, warum kann ich nicht einen WM-Lauf im Ausland fahren? Und warum gehe ich nicht her und fahre halt statt 15 Läufe im Jahr,
verzichte halt auf 3 Läufe und gehe halt einmal wohin und mit mir WRC an und fahre wirklich in die Besten der Welt, damit die einmal weiß, wo ich wirklich bin. Weil alles andere sind Geschichten schreiben. Was macht jetzt ein Achim Mörtl heute mit seiner ganzen Erfahrung und seinen ganzen Talenten? Ich lahm mich zurück und lässt da über die jetzigen Rallye-Fahrer und lacht dabei. Aber das füllt ja nicht deine ganzen Tage aus. Nein, nicht wirklich. Also, ich bin relativ gut gesettelt mit mir selber. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich gemacht habe und was ich mache. Natürlich, mit 50 Jahren warst du einfach viele Sachen hinten noch immer besser, als sie damals gemacht hast. Also es hat ein paar wenige Punkte gegeben, die ich natürlich heute vielleicht anders sehe und anders machen würde. Aber im Grunde geht es mir gut. Ja. Ich mache beruflich auch das, was mir taugt. Ich sportel, bin gesund. Also wie gesagt, bin noch immer umtriebig. Sorge hin und wieder einmal für einen Aufreger, ja. Aber das mache ich bewusst, gell, und eben, da lerne ich mich eben dabei zurück und lache, wie sich andere dann darüber aufregen. Ja, es sind ja viele Leute nicht besonders begeistert, wenn ihnen ein Spiegel vorgehalten wird. Ja, wer hat das schon gern, gell, aber man muss natürlich gerade im Sport, und das ist wiederum egal, was für ein Sport, da muss ich einfach reflexionsfähig sein. Und wenn ich das bin und das dann auch wahrnehme, dann tut natürlich die Wahrheit einmal auch weh, gell? Aber man muss sich das halt selber zugestehen, warum man irgendetwas nicht erreicht oder nicht schafft, was man sich vornimmt oder was halt vielleicht Standard sein sollte, wenn ich diese Ziele erreichen will, von denen ich rede. Und wenn ich das nicht aushalte, ja gut, dann bin ich kein Sportler. Dann bin ich im besten Fall freizeitbeschäftigt. Aber kein Sportler. Man muss herausfinden, ob ein Ziel überhaupt erreichbar ist und dann, was zu tun ist, um das zu erreichen. Schau, im Grunde fängt es einmal wirklich damit an, dass man sagt, was für eine Erwartungshaltung hat man an sich selber. Und nicht nur für sich selber, sondern auch das Umfeld. Also das Umfeldmanagement ist ja eines der wichtigsten Punkte heute im Motorsport. Weil du hast einen Vater, du hast einen Geldgeber und so weiter, die glauben ja alle, sie haben den Sport erfunden und reden mit. So, und jetzt musst du einmal wirklich sagen, was will ich, was für einen Erfolg will ich haben? Und wenn ich heute sage, wie ich vorher schon gesagt habe, ich will der Kaiser in der Dorfdisco sein, ja, dann ist eh wurscht. Weil dort kann ich alles verkaufen, was ich mache. Du wirst doch auch kein sachkundiges Publikum haben, das vielleicht einmal eine Frage stellt. Hm? Nein, die feiern einfach mit. Wenn ich aber sage, ich will jetzt in der Meisterschaft, in der WM, in der ERC oder was, ich will dort gewinnen, dann muss ich mich einfach reflektieren können, wenn ich auf dem Weg dorthin das und das und das nicht schaffe. Ja. Oder ich muss auch hergehen und sagen, ich stelle mir mal wirklich der Konkurrenz und suche mir nicht irgendwelche Läufe aus, wo ich weiß, dass der Starterfeld schlecht ist, wo ich weiß, dass ich schon 10-mal gefahren bin und ich mich nicht so recht gut dort auskenne. Ja. Und dass ich nicht hergehe, wenn ich weiß, dass ich nicht so gut sein werde, vorher schon 23 Entschuldigungen habe. Also, und das ist etwas, was natürlich dann schon härter wird, mental nämlich, wenn man sich dann einfach härter reflektieren muss. Und wenn das einer schafft, dann wird er auch weiterkommen. Und wenn es einer nicht schafft, ja, dann reicht es noch immer, dass er in Österreich sehr gut ist. Meine 5 Abschlussfragen. Gibt es ein Fahrzeug, das du verstecken würdest, wenn es notwendig wäre, für eine längere Zeit? Nein, weil wenn ich etwas verstecken müsste, ja, dann hätte ich irgendwas Unrechtmäßiges getan. Und da ich ja gerade ein Michel bin, wenn ich Scheiße baue, dann muss ich halt auch die Krott essen. Ja. Also nein, gäbe es kein Fahrzeug. War nicht so gemeint, sondern war gemeint, weil es äußere Umstände gibt, zum Beispiel irgendwelche Regularien, die das verbieten würden. Wenn es Regularien gibt, die das verbieten, dann könnte ich damit eh nicht fahren, dann hätte das Auto auch keinen Wert für mich. Gibt es ein Fahrzeug, das du gern wieder hättest? Definitiv, und zwar alle meine Rallye-Fahrzeuge, die damals eigentlich nur Gebrauchsgegenstand waren, aber jetzt sind halt mit über 50 Jahren schon ein bisschen emotional, eine gewisse Emotionalität da ist. Und natürlich, da rückblickend, hätte ich schon gern mein erstes Auto, zum Beispiel den Toyota oder das Meisterschaftsauto, den WRC Subaru von 99, hätte ich schon gern daheim stehen. Ja. Die würdest du aber dann auch bewegen wollen? Die würde ich auf alle Fälle bei gewissen Klassikveranstaltungen auch gerne ausführen, ja. Gibt es irgendeine Strecke oder Sonderprüfung, die dir besonders liegt? Du, ich bin immer gern in San Remo gefahren.
Also Koldi Langan sind so, oder Retzer, oder sind Sachen, die ich auch heute noch gern fahren würde und auch immer, wenn ich irgendwo da unten bin, einfach auch privat abfahre. Weil es einfach einerseits schön sein in der Erinnerung, wie ich damals mit einem WRC gefahren bin, aber auch heute noch echt lässig ist, wenn du im Hinterland von San Remo herumfährst. Ja. Also gibt es natürlich einige Strecken, die man da. Wir haben das vorher schon mal kurz angeschnitten. Gibt es irgendeine Rennserie oder Meisterschaft, die du ohne Budgetsorgen heute noch gerne fahren würdest, wo du gerne dabei wärst? Klar, ich würde wahrscheinlich gerne eine Rallye ÖM fahren, einfach, dass man sagt, schaut her, mit 52 Jahren geht es noch immer. Aber wenn ich die Option hätte, dass ich sage, ich fahre eine Dakar mit einem guten Auto, dann würde ich eher die Dakar vorziehen, ja. Weil es einfach viel mehr Abenteuer ist, vielleicht noch ehrlicher ist. Ja, ich würde dann eher in die Wüste gehen. Rallye WM ist kein Thema. Naja, da muss man jetzt an die Kirchen im Dorf lassen, gell. So mit 15 Jahren Pause, mit 52 Jahre. Also das Niveau dort ist ja ungleich höher als in Österreich. Und natürlich, wenn ich fahre, dann will ich irgendeinen Erfolg für mich auch feiern. Aber da weiß ich mich sehr gut selber einzuschätzen. Also dort habe ich nichts mehr verloren. Aber für die Rallye ÖM, das wird schon gehen. Das heißt, mit dem Platz 2025 in der Rallye WM, das würde dich auf Dauer nicht zufriedenstellen? Naja, weil es wurscht ist, weil ob ich jetzt an 15, 16. bin oder 22., es ist irrelevant. Also wäre auch der Ansporn einfach nicht so da. Wenn ich aber sage, ich gehe in die Rallye ÖM, dann ist der Ansporn da, dass ich sage, ich zeige mit 52 Jahren, dass man die gewinnen kann. Also dann wäre dieses, dass man Rallye-Sport lebt, wieder vorhanden. Man würde wieder mit letzter Faser irgendein Ziel haben, ein realistisches Ziel. Aber in der Rallye WM, ob du dort jetzt an, wie gesagt, 12. bist oder 22., ist total wurscht. Und jetzt die letzte Frage. Gibt es irgendjemanden, bei dem du gern mitfahren würdest? Nein. Danke, Achim. Das war ein hochinteressantes Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast dafür und ich, so wie all meinen Gesprächspartnern, wünsche ich Ihnen alles nur eigentlich Gute für die Zukunft und ich hoffe, wir sehen uns noch öfter. Das würde mich auch freuen, wenn wir uns öfter sehen, ja. Aber ich sage auch danke für die Einladung. Gerne. Und ob es hochinteressant ist, weiß ich nicht, aber das wissen die Hörer nachher zum Beurteilen. Ich gehe davon aus, dass das so sein wird. Danke sehr. Bitte, bitte. Das war jetzt der zweite und letzte Teil des Podcasts mit Achim Mörtl, einem der vielseitigsten Sportler, auch abseits des Motorsports. Den Podcast mit Achim Mörtl gibt's wie alle anderen Podcasts von Nix Geschenkt auf den gängigen Podcast-Kanälen wie Google, Amazon, Spotify, Audible und iTunes und natürlich auch auf YouTube. Neuigkeiten zum Podcast erfahrt ihr regelmäßig auf Instagram und Facebook, einfach unter Nix Geschenkt. Am einfachsten ist's für euch, wenn ihr Nix Geschenkt abonniert oder folgt. In der Zwischenzeit seid lieb zueinander, habt Spaß mit euren Fahrzeugen und passt auf euch auf. Euer Herbert Huber. Nix geschenkt, der Podcast. Alles weitere auf Facebook unter Nix geschenkt.